Heute ist Erzengel Zartkiel an unserer Seite. Und Erzengel Zartkiel hat eine ganz besondere Botschaft für uns. Und welche das ist, das erfährst du jetzt gleich nach dem Intro. Bleibe dran. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Seelengeflüster Barbara Masur. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und dieses Video dir anschaust mit einer Botschaft vom Erzengel Zartkiel. Ja, Erzengel Zartkiel, sein Name bedeutet Barmherzigkeit der Urquelle oder Barmherzigkeit des Schöpfers. Je nachdem, wie du ja, unseren Schöpfer bezeichnen möchtest sozusagen. Ja, auf jeden Fall geht es heute um Mitgefühl. Erzengel Zartkiel möchte gerne, dass wir einmal die Situation, in der wir uns befinden, mit anderen Augen betrachten, ne? Aus dem Herzen heraus. Und es ist ganz wichtig, dass wir einfach auch mal ja, den Blick von anderen, von der anderen Seite uns anschauen und mit Herzensgüte rangehen. Und das nicht nur von anderen, von den anderen, auch von uns selber. Das ist ganz wichtig, ne, dass wir auch einmal Mitgefühl für uns selber aufbringen. Das haben wir leider sozusagen verlernt. Ne, gerade das ja, Vergeben und das Mitgefühl für uns selbst zu empfinden und zuzulassen vor allen Dingen. Das ist oft ganz, ganz schwierig. Und da kommt Erzengel Zartkiel an deine Seite und hilft dir. Er ist der Reiniger der Herzen und kann dein Herz von allen Giftstoffen befreien, wenn du ihn denn lässt. Du darfst ihn gerne rufen, er macht das super gerne, auch in der Nacht, während du schläfst. Rufe ihn einfach während deines Abendsgebet an deine Seite und bitte ihn, dein Herz einfach mal zu reinigen und von allen Giftstoffen zu befreien, ne, die dich einschränken und die dich vielleicht blockieren, um ja, Mitgefühl dir selbst gegenüber zu empfinden. Und ja, und auch vielleicht von denjenigen, die in dieser prekären Situation beteiligt sind. Und er hat mich auch zu der Weinrebe geführt, denn die Weinrebe ist eine wunderbare Blüte und eine wunderbare Pflanze einfach auch, die uns genau bei diesem Akt hilft sozusagen, ne? Beim Akt der Vergebung, beim Akt des Mitgefühls. Denn sie hilft uns, dass wir einfühlen können und dass wir annehmen können. Ne? Ja, und auch respektieren. Das ist auch nochmal ganz wichtig, ne? Dass wir auch, wir müssen bestimmte Situationen oder das, was geschehen ist, ja nicht unbedingt gutheißen. Darum geht es nicht. Und es geht jetzt auch nicht darum, alles zu tolerieren und für richtig zu empfinden, sondern dass wir es loslassen können. Dass wir es aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Na, dass wir respektieren die Meinung der anderen. Na, darum geht es halt. Genau. Und die Weinrebe würdigt und unterstützt auch. Na, das ist auch nochmal so ein Punkt, dass sie, ja, dass wir das, dass wir uns auch selber, genau, würdig sind, ne? Uns selbst zu vergeben. Genau. Die wunderbare Weinrebe ist eine ganz tolle Bachblüte und sie steht auch dafür, sich führen zu lassen.
Und ich glaube, das möchte Erzengel Zadkiel auch. Er möchte dich gerne führen. Er möchte dich zu mehr Mitgefühl führen. Und er möchte dich dahin führen, dass dein Herz wieder Ruhe findet. Ja. Sehr schön, genau. So sieht es aus am heutigen Tag. Wunderbar. Ich bekomme jetzt keine weiteren Informationen mehr. Du darfst Erzengel Zadkiel also sehr gerne jetzt an deine Seite rufen. Wie gesagt, er arbeitet auch super gerne in der Nacht für dich. Und ansonsten darfst du auch gerne zum Beispiel rausgehen in die Natur. Vielleicht hast du ja sogar eine Weinrebe im Garten. Ja, noch blühen die natürlich nicht. Aber du kannst dir auch einfach ein Foto runterladen von der Weinrebe. Das funktioniert auch. Ne? Die Energien sind auch im Foto festgehalten. Das ist das Wunderbare daran. Ja, dieser von Pflanzen einfach. Ne? Sie geben ihre wunderbare Kraft über die Bilder auch weiter. Ja, genau. Ganz besonders mögen es die Engel natürlich auch, wenn du dich mit ihnen verbindest und vorher den Raum entsprechend richtest. Ne? Vielleicht mal ein bisschen aufräumen, einen schönen Duft anmachen oder eine Kerze. Dann, das ist, ja, lieben sie. Musik, ne? Auch eine tolle Möglichkeit, um mit Erzengel Zadkiel in Kontakt zu treten. Ja, genau. Also, jetzt bist du wieder gefragt. Like dieses Video und schreibe deinen Kommentar unten, ja, drunter, ne? Unter dem Video, in der Kommentarfunktion. Das ist ganz wichtig, damit YouTube wieder erkennt, dieses Video ist besonders und sollte vielen Leuten zugänglich gemacht werden. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen und wünsche dir jetzt einen wunderschönen, gesegneten Tag in der Liebe und im Licht der Urquelle. Der Frieden der Urquelle ist mit dir und bis zum nächsten Video wünsche ich dir alles Gute. Deine Barbara Masur. Tschüss!